Ja, unsere kleine Analyse 90 plus 3, heute mal wieder nicht vom Trainingsplatz, sondern hier aus dem Pressehaus in Möhringen. Grund ist einfach, es findet nichts statt heute beim VfB Stuttgart, was die Profimannschaft betrifft. Kein Auslaufen, kein Spielersatztraining, kein Regenerationstraining, weil Länderspielpause ist, nach dem Kick gestern Abend gegen 1899 Hoffenheim und ein Großteil der Spieler, auf Reisen ist oder sich heute auf Reisen begibt. Deshalb unsere Analyse, wie gesagt, aus dem Pressehaus in Stuttgart-Möhringen. Und wir beginnen mit Punkt 1 nach diesem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim. Und es war die veränderte Grundordnung, mit der Sebastian Hoeneß versucht hat, dieses Spiel auf seine Seite zu ziehen, auf die Seite des VfB. Hinten eine Dreierkette, im gegnerischen Ballbesitz eine Fünferkette anstelle der gewohnten Viererkette in der Abwehr, hat, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich funktioniert. Der VfB hatte Probleme ins Spiel zu kommen. Gerade im Spiel nach vorne fehlten so die Automatismen, fehlten auch die Anspielstationen. Die Flügel sind ein bisschen Alarm. Jamie Leveling und Maxi Mittelstädt spielten auf diesen Flügeln. Zum einen fehlte ihnen quasi ein Partner, um hier die Flügelläufe entsprechend zu gestalten, auch mal einen Doppelpass zu spielen. Auf der anderen Seite war dann, wenn sie es allein versuchten, der Weg extrem weit. Somit kein gelungener Versuch, den Sebastian Hoeneß auch nach wenigen Minuten, so ja, zwischen 20 und 30 Minuten, auch korrigiert hat. In der zweiten Halbzeit dann auch noch mit Personalwechseln neuen Schwung reingebracht hat. Dann erzeugte der VfB mehr Druck, stand schon 0:1 nach der Pause. Das war aber weniger dem System geschuldet, sondern einem individuellen Fehler von Maxi Mittelstädt. Punkt 2 ist das, was dem VfB in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich immer wieder begegnen wird, und es ist eine extrem defensive Mannschaft. Die Hoffenheimer spielt am Anfang ein bisschen mit, so wie es auch Sparta Prag gemacht hat in der Champions League am Dienstag. Dann aber in der zweiten Halbzeit, als der VfB das Spiel unter Kontrolle gebracht hat, war es ein Spiel wie schon gegen Sparta Prag, war es ein Spiel so ähnlich wie gegen den VfL Wolfsburg. Gegner steht tief, steht am eigenen 16er. Der VfB müht sich, dieses Team zu bespielen, flankt, versucht es mit Kurzpässen in den Strafraum. Und da gilt es, Lösungen zu finden, bessere Lösungen noch in den nächsten Wochen, weil das, was da gestern Abend passiert ist, war am Ende zwar noch belohnt worden mit dem Elfmeter in der Nachspielzeit, aber zu richtig klaren Chancen kam der VfB selten. Ist natürlich ein schwieriges Spiel, so wie es dann gelaufen ist, aber da ist sicherlich ein Schwerpunkt der Trainingsarbeit in den nächsten Wochen darauf zu setzen, dass hier der VfB noch bessere Lösungen findet, noch variabler wieder ist, spritziger, gute Ideen hat, noch bessere Laufwege findet, dass da wieder Überraschungsmomente passieren und die gegnerischen Abwehrriegel dann auch ausgehebelt werden können. Punkt 3, Training ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise auch kein gutes Stichwort, weil in den nächsten 2 Wochen ist ein geregeltes Training mit Abläufen im kompletten Mannschaftsgefüge natürlich nicht zu denken. Der VfB hat immer mehr Nationalspieler. Der Fluch der guten Tat, jetzt ist Atakan Karasor für die Türkei nominiert worden. Jamie Leveling erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nachnominiert worden, weil Jamal Musiala sich verletzt hat vom FC Bayern. Ist natürlich ein absoluter Ausweis und Belohnung der Stärke des VfB in der letzten Saison und auch zu Beginn dieser Saison, dass da immer mehr Kandidaten dabei sind, aber macht natürlich die Trainingsarbeit schwer. 6 deutsche Nationalspieler, das historisch, sind jetzt bei Julian Nagelsmann dabei auf dem Trainingsplatz. Beim VfB herrscht dafür natürlich gähnende Leere in den nächsten Wochen. 2 Wochen sind es, bis dann wieder eine richtig trainiert werden kann und bevor dann das Duell mit dem FC Bayern ansteht. Also gilt das Beste daraus zu machen, wie immer in diesen Wochen, auch für den Trainer natürlich eine Herausforderung. Wird auffüllen wieder mit U21-Spielern. Es gibt ein Testspiel unter der Woche gegen den SSV Ulm, den Zweitliga-Aufsteiger. Davor noch einen kleinen Vasenabend. Also es ist schon was geboten, aber sagen wir mal nicht das, was der VfB und was Sebastian Hoeneß wahrscheinlich jetzt gerne machen würde, an den Abläufen, an den Details feilen. So hat es sich ja schon letztes Jahr eigentlich geklappt, dass sie immer wieder auf diese veränderte Herangehensweise der Gegner, die sich nach und nach auf den VfB eingestellt haben, immer wieder reagieren konnten, neue Lösungen gefunden haben. Das ist jetzt auch wieder gefordert, wird aber schwierig, weil eben viele weg sind. Trotzdem,
steht der VfB ganz okay da. Natürlich nicht die Punktausbeute, hat Sebastian Hoeneß auch gesagt, die möglich gewesen wäre. Deshalb ja, ist da noch einiges zu tun. Und die Länderspielpause geht dann zu Ende in der Mitte der kommenden Woche. Und dann, wie ich schon gesagt habe, steht das Derby dem FC Bayern an. Danach wieder Champions League. Es bleibt ein pickepackevolles Herbstprogramm und wir freuen uns drauf und schauen gespannt zu. Bis bald.